So, hier haben wir die AKU mit einem Noob-Tube. Der Noob-Tube auf der AKU ist ein bisschen was anderes. Der unterscheidet sich von dem normalen AK-Noob-Tube oder auch den Standard-Noob-Tube für die restlichen anderen Waffen. Wir haben hier nämlich einen, der aussieht wie eine Pistole. Erstmal so. Und man muss ihn, um den nachzuladen, sozusagen repetieren. Da wird eine Patrone rausrepetiert. Da, wupp. Ich bin der festen Überzeugung, würde man diesen Noob-Tube sozusagen nicht unter die Waffe schrauben, kommt man ihm wie eine Pistole, aka wie eine Zweitwaffe, wie so ein One-Shot-Granatwerfer-Pistolendings haben. Also ich bin der festen Überzeugung, das Teil könnte tatsächlich als eine Art Sekundärwaffe agieren. Wäre man auf die Idee gekommen. Wie eine Art, okay, ich nehme mal keine Pistole mit, ich nehme keinen Raketenwerfer mit oder ein Spezialisten, oder zu einer Spezialistensache hätte man das vielleicht sogar tun können. So einen kleinen Granatwerfer, du hast ein 5-Schuss-Magazin in der Pistole. Ich weiß nicht, wie viel von diesen Auslöserpatronen da drin sind, damit der Tube ausgelöst wird. Aber, als hätte man so eine Art Sekundärwaffe. Das wäre eigentlich recht cool geworden, oder gewesen. Aber okay, wir können es immerhin unter die AK tun. Und unter der AK ist das Teil auf jeden Fall recht awesome. Das ist die einzigste Maschinenpistole in BO1, die einen Noob-Tube haben kann. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, haben wir jemals in einem anderen COD-Teil, jetzt mal Frage an euch, meine lieben Freunde, einen Noob-Tube gehabt für eine Maschinenpistole? Ich bin der Meinung, nein. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Aber in erster Linie würde ich jetzt sagen, hatten wir nicht. Wobei, ich habe natürlich BO2 habe ich gespielt, da bin ich mir ganz sicher, nein. Aber so die ganzen Teile danach, so ein bisschen BO4 natürlich auch nicht. WAW hatten wir auch kein Maschinenpistolen-Tube. Aber jetzt so danach, da weiß ich dann natürlich nicht mehr Bescheid. Also so Cold War, Modern Warfare, das Neue. Die habe ich nicht so aktiv verfolgt, dass ich mich daran erinnern könnte. Aber das könnt ihr mir ja in den Kommentaren lassen, schreiben. Ob wir mal jemals... Boah, Alter, was ist denn jetzt los? Okay, ob wir jemals in irgendein COD noch eine Maschinenpistole mit einem Tube hatten. Also einen Granatwerfer. Ich rede nur von Maschinenpistolen. Aber gut. Des Weiteren AKU, starke Maschinenpistole, guter Schaden. Und naja, Noob-Tube ist halt eine One-Hit-Kill-Waffe. Ich weiß auch nicht, was man dazu groß sagen kann. Hier zwei Easy-Kills. Ich weiß auch gar nicht, was sie gemacht haben. Ich habe aus Versehen ja davor dem Haus schon einmal geschossen. Da hätten die mich eigentlich auch bemerken können. Aber ich hatte ein bisschen Glück, dass sie es nicht getan haben. Und ach ja, im Schnee direkten Treffer mit dem Tube. Das muss wehtun. Und da flog der Tube, glaube ich, nicht mehr. Aber ja, passiert mal. Ich glaube, das war tatsächlich auch noch hier so, dass der, wenn man gekillt wurde und der Tube noch nicht explodiert ist, dass er dann nicht mehr flog oder so. Da war ja was, dass sie manchmal einfach mitten in der Luft verschwunden waren, denn nachdem man umgekippt ist. Keine Ahnung warum. Manchmal denke ich mir so, der hätte eigentlich nochmal explodieren müssen oder ihn treffen müssen. Aber okay, Spiel, wenn du das so willst, dann halt nicht. Aber gut. Ja, das ist ein Verbündeter. Ich wollte gerade sagen, ja, tube den doch da in der Ecke. Aber wir müssen jetzt trotzdem noch mal in die Ecke tuben, weil war immerhin noch jemand. Alter, die Nachladeanimation gefällt mir verdammt gut. Bei den beiden anderen Tubes, egal für die AK oder die M4 oder der NATO-Waffen, da musst du ja einfach nur... Ich glaube, bei der AK kommt der Tube einfach vorne rein. Bei den NATO-Waffen muss man ja die Waffe sozusagen nach vorne schieben, also repetieren dann wir's mal. Repetieren ist falsch hier. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier hat man so einen schönen... Hier kommt das vorne rein, man repetiert die Waffe hinten, um die nächste Kugel zu laden. Finde ich eigentlich echt geil. Sieht optisch auch cool aus, wenn man die AK dann so hält. Das hat was. Aber gut. Gucken wir mal weiter. Gameplay neigt sich jetzt auch schon zum Ende und wir machen hier noch ein paar schöne Noob-Tubes. Ganz easy, ganz locker. Wobei, Noob-Tube ist ja in meiner Ansicht sogar die falsche Bezeichnung dafür, weil Noob-Tube hat man zwar genannt, um die Leute ein bisschen zu beleidigen und so, aber man kann ja spielen, was man will. Und sind wir ganz ehrlich, so viele Leute spielen mit overpowerten Waffen und die beleidigt man ja auch nicht, dass sie die mit der Easy-Rappen... Oh, Moment. Es gibt Leute, die jemanden beleidigen dafür, dass sie mit der Easy-Rappen spielen. Habe ich ja hier im BO1 vor einer Weile erst erlebt. Ach ja, Wunsch. Wieso macht man sowas? Wieso kann man nicht einfach Leute damit spielen lassen, wenn man mit einem Sniper spielt und nichts auf Reihe kriegt und von der Farmers weggemacht wird? Heißt das nicht gleich, dass
die andere Person halt eine Easy-Weapon benutzt. Ich kenne Leute mit einem Sniper, die einen, egal welche Waffe man hat, wegmachen, die wirklich gut damit sind. Also haut rein.